Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu den Yu-Gi-Oh! News Oktober 2023. Ja, diese News befasst sich fast ausschließlich mit dem Tokyo Dome Event, denn dazu gibt es jetzt ein ganz paar Informationen mehr. Wir hatten ja den ersten Countdown bloß und dann nur diese Seite, dass es da bald halt ein paar Informationen geben wird. Und ja, da gibt es jetzt einiges zu berichten. Zwei besondere Promotion Cards kommen raus. Es gibt zahlreiche Produkte, Promotion Packs und Merchandise-Artikel, die alle auf die Yu-Gi-Oh!-Ära anspielen sollen. Und auch im Eventbereich oder Arena-Bereich sind da einige Sonderveranstaltungen am Laufen und die sind alle so ganz gut dargestellt schon auf der Seite. Und da schauen wir auch direkt mal rein. Der Reihe nach, was wir sehen können. Also hier, das ist die Seite, wie wir sie erkennen, nicht? Und da haben wir jetzt eine ganze Ecke mehr Informationen. Das erste ist, es findet ja an 2 Tagen statt. Und man muss sich dafür Tickets besorgen, und das wird, soweit ich das verstanden habe, über ein Lotterieverfahren gemacht. Ja, dann, der Andrang wird wahrscheinlich riesig sein. In Japan macht man ja generell das gefühlt mit den Lotterieverfahren sehr oft, wenn es so um besondere Karten geht, was ich auch sehr gut finde, muss ich sagen. Gerade wenn man jetzt an solche Sachen wie ja, zum Beispiel den Dunklen Magier als Platin-Karte denkt, ja, da schalten ja die meisten dann irgendwelche Bots zwischen, die das dann alles schnell einkaufen, und man hat auf normalen Wege kaum eine Chance, da was zu bekommen. Von daher ist das Lotterieverfahren eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, hier sieht man kurz einmal, dass es einen Arena-Bereich gibt und Standflächenbereich. Was sich da genau abspielt, sehen wir gleich. Hier kommen wir als erstes zu den schon anfangs erwähnten Promokarten. Ja, es gibt an den jeweiligen Tagen, am 3. Februar und am 4. Februar, jeweils eine besondere Promokarte für dieses Event, direkt auch auf dem Tokyo Dome bezogen. Wie man sehen kann, hat man hier im Hintergrund die eine Hälfte des Tokyo Domes und hier auf der Karte die zweite Hälfte und dann die entsprechenden beiden ikonischen Monster auch wieder dazu. Und da fängt leider das Gemecker auch schon wieder an, weil so langsam frage ich mich, ob Konami intern eine Wette laufen hat, wie oft können wir den Leuten das unbeliebteste Artwork oder das am meisten geprintetste Artwork noch unterjubeln, weil das hatten wir ja letztens schon bei der Veröffentlichung von den, ja generell von der Quarter Century Secret Rare, dass gerade bei diesen beiden Artworks wieder sehr gestöhnt wurde und boah, schon wieder, und es gibt so viel bessere, also die sind zumindest bei uns sehr, sehr unbeliebt, diese zwei. Und die wurden jetzt hier wieder draufgepackt. Ob das jetzt endgültig ist, ist noch nicht ganz sicher, weil es steht hier ja auch, dass das Design vorübergehend ist und die tatsächliche Karte kann noch anders aussehen. Aber ich bezweifle es so ein bisschen, weil man hat ja hier auch auf der Seite schon die beiden Artworks mit eingearbeitet. Und ja, ich glaube, da wird sich nicht mehr allzu viel dran ändern. Von daher können wir jetzt eigentlich nur noch weitermachen mit den Sachen, die so ein bisschen sicherer sind. Es stand nämlich auch hier irgendwo, genau, die Tokyo Dome Green Version. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf die Schrift des Tokyo Domes bezieht, weil die ist ja so grün, dass man deswegen die Karte auch so leicht grün macht, beziehungsweise die Schrift wird wahrscheinlich grün sein, sieht zumindest so aus hier. Und das 25 Anniversary Logo scheint auch so einen leichten Grün-Touch zu bekommen. Muss man mal schauen, wie dann die fertige Karte tatsächlich aussieht. Ich persönlich mag die Idee schon irgendwie, dass man diese Eventhalle halt tatsächlich als Kartenhintergrund benutzt. Aber ich hätte hier auch gern ein paar andere Artworks gesehen oder mal wieder ein paar neue von mir aus auch. Ja, also die haben hier die, ja, es ist ein bisschen doof übersetzt halt immer, die 25. Version der, also die Jubiläumsversion der Duell-Legenden Schwarze Magier und blauer weißer Drache. Ja, hätte man dafür denn nicht paar andere klassisch wirkende Artworks vielleicht nehmen können oder irgendwas Spezielles, was noch nicht so oft geprintet wurde. Also, dass man dann so lustlos diese zwei wieder draufpackt. Naja, ist so semi-cool. Aber mal schauen, wie dann die richtigen Karten aussehen werden. Davon mal abgesehen, bekommen wir die ja wahrscheinlich so oder so nicht. Das wird ja Japan-exklusiv bleiben, weil bei uns hört man ja gar nichts davon. Auch interessant sind dann hier diese, ja, seltenen Karten und Gegenstände. Auch hier mit der Übersetzung muss man halt so ein bisschen was reininterpretieren. Die kleine Erklärung steht hier unten. Es handelt sich dabei halt um Karten oder halt Gegenstände, Merchandise-Artikel, die damals hergestellt wurden. Also sprich zur Anfangs-Yu-Gi-Oh!-Zeit. Also bekommt man hier scheinbar viel interessante, ja, Retro-Karten-Sachen, Merchandise. Ich habe aber keine Ahnung, was es sich da jetzt genau handeln soll. Bringen Sie die alten Starter-Decks nochmal wieder in Japan? Alte Tinboxen, also hier ist leider
wenig Informationen. Es hätte mich ein bisschen mehr auch interessiert, was sie da jetzt alles reprinten, weil die hatten ja auch schon ein paar andere alte Turnierkarten nochmal neu rausgebracht. Wäre schön, wenn sie damit weitermachen würden. Aber es gibt auch hier limitierte Produkte zu dem Tokyo Dome Event selber. Ja, einmal ein Premium Pack Legend of the Duelist Quarter Century Edition. Da weiß ich jetzt nicht, ob man da einfach diese alten Karten, die damals in so einem Premium Pack drin waren, jetzt einfach nur nochmal mit dem Quarter Century Secret Rare Effekt gemacht hat oder wie auch generell der Inhalt aussieht, ist halt nicht bekannt. Ist leider keine ausführliche Erklärung da jetzt wirklich dabei gewesen. Dann haben wir einmal das X-Print Edition. Da kann ich leider auch gar nichts mit anfangen. Ist das ein Videospiel? Ist das eine Spielmatte? Da ist jetzt auch die Beschreibung. Eine Neuauflage vom Yu-Gi-Oh! Speed Duel Monster X aus dem Jahr 1999. Das klingt so ein bisschen, oder? So, oder ist das ein Videospiel? Ich müsste es eigentlich nochmal googeln. Eine Spielmatte gibt es ja auch nochmal mit Magier der Versprechen und der Einheit drauf. Ja, das ist ganz nett. Und das ist ein bisschen verwunderlich vielleicht auch, das Structure Deck von den Spirit Charmers kommt nochmal raus als Quarter Century Secret Rare Edition. Die Spirit Charmers sind in Japan einfach beliebt. Ja, das ist so ein Fan-Favorite in Japan, glaube ich. Bei uns ist das ja nicht so. Das trifft auf relativ wenig Interesse, diese Spirit Charmer-Karten und das ganze Thema. Gut, spieltechnisch ist es auch nicht wirklich besonders. Was ich aber schade finde, weil ich mag die eigentlich auch so vom Stil her und so. Die Idee ist auch so ein bisschen mehr Geschichte hinter gewesen, auch mit dem Gigabyte und so und diese ganzen kleinen Verbündeten, die sie halt haben, dass das halt existierende Monster sind, die man halt auch als Einzelkarten bekommt. Das ist ganz nett. Also ich kann schon ein bisschen verstehen, dass das in Japan beliebt ist. Ja, aber dass man das jetzt nochmal als Structure Deck nochmal rausbringt, ja, weiß ich nicht. Also da wären dann wirklich diese uralten Structure Decks oder Starter Decks, denke ich, interessanter gewesen. Ja, Traptics kommt auch nochmal raus, wie es aussieht. Hier nochmal die ganze Erklärung, wie das so abläuft, wenn man sich dann diese Eventartikel abholen will. Das muss man alles im Vorfeld schon sich registrieren und dann kaufen und bezahlen und eine Zeit ausmachen und dann dahin gehen und damit das halt den Ansturm so ein bisschen entgegenhält wahrscheinlich. Genau, also die ganzen zahlreichen Erklärungen kommen hier noch. Dann wird hier auch noch ein Promotion Pack vorgestellt. Einmal für das reguläre OCG und dann einmal für das Rush-Duel. Was da jetzt genau drin ist, ist leider auch nicht bekannt. Steht auch nichts weiter hier unten. Was da für Karten drin sein sollen, es steht halt nur hier mit allen neuen Karten. Alle neue Karten, die für dieses Event produziert wurden, oder was soll man darunter verstehen? Das ist auch noch so ein bisschen ungenau. Also auf jeden Fall gibt es da halt auch noch ein paar extra Promotion Packs, wenn man da halt mit hingeht. So, interessant wird jetzt tatsächlich auch der Arena-Bereich. Denn dort findet dann einmal ein Event statt, ja quasi eine Art Battle City mit den angepassten Regeln auch, soweit ich das verstehe hier. Und Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten sollen auch nur gegeneinander kämpfen, damit wahrscheinlich jeder auch so ein bisschen eine Chance hat, dort Punkte zu sammeln oder so, weil man kann mit Punkten, die man da bekommt, auch noch weitere Produkte halt erhalten. Muss man mal schauen, was dabei rumkommt. Es gibt ein spezielles Kino. Ein emotionales Erlebnis erwartet sie. Was das jetzt wieder heißen soll, weiß ich nicht. Gibt es in diesem speziellen Kino alle Yu-Gi-Oh! Kinofilme nochmal zu sehen? Aber da ist ja der Tag fast drum. Das kann man ja eigentlich fast gar nicht mitmachen, wenn man da jeden Kinofilm nochmal sehen möchte. Vielleicht ist es ein Zusammenschnitt, vielleicht ist es nochmal so ein spezieller Film, obwohl ich das bezweifle, dass da ein neuer Kinofilm kommt. Zumal ein emotionales Erlebnis, das wird ja dann eher, ja, oder vielleicht ist es wie so eine Doku vielleicht, die nochmal so die Anfänge von Yu-Gi-Oh! Zeigt, aber das im Kino. Da bin ich wirklich gespannt, was sie in diesem speziellen Kino zeigen möchten. Es gibt auch ein Yu-Gi-Oh! Quiz, bei dem man mitmachen kann und Preise gewinnen kann. Es gibt dann nochmal ein paar Mini-Attraktionen, die inspiriert sind von den verschiedenen Anime-Serien. Und das ist jetzt so der Punkt, den ich am interessantesten finde. Erleben Sie die Zukunft der digitalen Yu-Gi-Oh!-Spiele. Erste öffentliche Veröffentlichung in Japan. Also zum ersten Mal wird da etwas in Japan halt vorgestellt. Bei dieser Veranstaltung können Sie Yu-Gi-Oh! Duel Links und Yu-Gi-Oh! Master Duel erleben, bei denen die neueste Technologie zum Einsatz kommt. Und da musste ich sofort dran denken, kommt da jetzt dann doch so ein Hologramm-Duell bei raus oder zumindest Virtual Reality? Weil was soll es sonst sein? Es sind ja auf jeden Fall die beiden digitalen Spiele Duel Links und Master Duel und dass die dann halt gekoppelt sind an irgendeine, ja,
VR-Technologie oder sogar mehr. Arranged Reality nennt sich es, glaube ich, wenn es Hologramme sind. Dass man dann tatsächlich die Duelle von Duel Links und Master Duel halt als eine Art, ja, Hologramm erleben kann. Da bin ich sehr gespannt. Das klingt nämlich sehr danach. Und das war auch eine meiner Vermutungen, die ich gemacht hatte damals zu dem Tokyo Dome Event. Wenn man schon in so einem, ja, in so einer Arena das stattfinden lässt, dann bietet sich's ja eigentlich an, da auch ja, die neueste Technik einzusetzen, um vielleicht näher ranzukommen an diese Anime-Duelle, dass man die Figuren wirklich sieht. Und ich denke schon, dass es zumindest mit VR zu tun haben könnte. Dass man da wirklich seine Monster oder seine Karten oder dass man da zumindest das Spielfeld dann halt mit einer VR-Brille oder so sieht und dass man da halt mittendrin steht oder so. Also ich würde jetzt mir nicht zu große Hoffnung machen, dass es ein spektakuläres Hologramm-Duell wird, aber es wird in die Richtung zumindest gehen, bin ich mir sicher. Und ich bin sehr gespannt, was es wird. Ja, und dann das Übliche, wie es gerne in Japan halt ist, nicht diese Fotospots gibt es dann hier und da, wo man dann auch eigene Fotokarten dann auch drucken lassen kann. Ja, ganz nett. Zusätzlich gibt es dann hier auch nochmal irgendwie so einen Rätselstand zum Rätsellösen, wo man dann auch Preise gewinnen kann. Und ja, dann folgt auch noch auf der Bühne das Yu-Gi-Oh! Titellied, was dann live auf der Bühne von Duel Opera, also scheinbar von einem Orchester nochmal gespielt wird, auch mit den Original-Synchronsprechern, wie es aussieht auf einer Sonderbühne. Ja, macht ja Sinn, dass man die Synchronsprecher des Anime auch dort auftreten lässt nochmal. Hier ist dann nochmal an beiden Tagen, wer wann da ist. Hier steht leider nicht dahinter, wer wen gesprochen hat. Ich weiß auch nicht, ob das alles Synchronsprecher sein sollen. Ich fand es auch noch ganz nett geschrieben. An beiden Tagen werden auch wunderschöne Anime-Synchronsprecher auftreten. Also ich frage mich, wie das eigentlich übersetzt heißen müsste. Es ist schon eine recht witzige Übersetzung. Ja, dann noch ein paar Kleinigkeiten. Es gibt ja, Kollaborationsmenüs, also sprich Essen, was so ein bisschen auf Yu-Gi-Oh! Scheinbar anspielt oder so thementechnisch angehaucht ist wahrscheinlich bei diesem ganzen Event. Und dann noch etwas, ich lese es einfach mal vor, was hier steht. Wir planen Maßnahmen, um die Duellanten im Tokyo Dome über Yu-Gi-Oh! Duel Links und Yu-Gi-Oh! Master Duel mit der Welt zu verbinden. Beginnen wir bei Ihnen und verbreiten Sie die Bande der Duellanten in der Welt. Keine Ahnung, was damit gemeint ist, dass die halt von dort aus dann mit Leuten weltweit Duelle ausführen können, also dass man sich reinklinken kann als Nicht-Japaner und im Tokyo Dome dort irgendwie spielt. Keine Ahnung, also das ist auch ein bisschen kryptisch noch, was das bringen soll. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch schon fast am Ende. Hier kommen dann nur noch mal so ein paar einzelne Beschreibungen, was man beachten soll, wie man diese Eintrittskarten beantragt. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass das über ein Lotterieverfahren stattfindet. Und hier gibt es dann noch mal weitere Informationen, auch für Eltern halt, wie sie die Karten besorgen können und so weiter und so fort. Und damit wären wir dann, glaube ich, auch schon fast am Ende. Ja, das ganze Event ist schon, finde ich, eine ganz nette Geschichte. Man muss mal schauen, was bei der einen oder anderen Sache bei rumkommt. Aber so die Anfangsenttäuschung hat sich so ein bisschen gelegt. Ich habe ja auch gesagt, wir müssen erstmal abwarten, was dann tatsächlich jetzt dahinter steckt. Und ich finde, das, was hier so geboten wird, ist eigentlich ein ganz nettes Event und so weiter für die Japaner zumindest. Wir haben da wenig von. Vielleicht schwappt die eine oder andere Promokarte zu uns herüber. Mal schauen. Würde ja Sinn machen. Und ich hoffe, dass da auch noch ein bisschen was kommt. Ansonsten wird hier echt dick aufgefahren. Also das ist schon ein Event, da würde ich auch gern hingehen wollen, wenn es sowas hier bei uns gäbe irgendwo. Also auch die Promotion Packs, was es hier so gibt, der zusätzliche Merchandise-Kram, der jetzt hier rauskommt. Hier ist ja auch nochmal so ein kleiner Teaser, sage ich mal, was es da so alles gibt. Das sind schon ganz nette Ideen, dass man so ganz alte Sachen, so die quasi zu Beginn der Yu-Gi-Oh!-Zeit rauskamen, nochmal neu veröffentlicht und so. Das klingt sehr vielversprechend. Auch die Promokarten, da bin ich relativ safe mit. Also ich würde sie beide nehmen, die Sammlung finde ich ganz nett. Ich habe auch kein so großes Problem mit den Artworks. Wie gesagt, das von dem blau und weißen Drachen gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also die würden mich weniger stören. Ich hätte zwar auch gerne andere, aber ich hasse die jetzt nicht so sehr wie andere Leute, die da wirklich drauf geschimpft haben auf die Dinger. Genau, der Losverkauf läuft auch schon, wie wir sehen können. Und ja, da müssen wir mal schauen, was wir dann nächstes Jahr im Februar alles so zu hören und zu sehen kriegen von diesem Event, ist, denke ich mal, eine ganz schöne Sache für das Yu-Gi-Oh! Franchise und ja, hoffen wir, dass da was Tolles noch rüberschwappt.
Zum Schluss noch eine Kleinigkeit. Es ist nicht viel, aber es ist halt auch neu und deswegen kommt es auch in die News noch mit rein. Es gibt weitere Kollaborationsartikel, wieder mal T-Shirts und andere Klamotten. Aber hier muss ich sagen, ich finde die sowas von langweilig. Sorry, aber was soll man damit bitteschön? Also das ist auch wieder über ein Punktesystem irgendwie, kann man sich die erspielen und dann diese Punkte eintauschen gegen diese T-Shirts, aber die würde ich ehrlich gesagt nicht mal geschenkt haben wollen. Die finde ich absolut langweilig und also vom Design her gefallen die mir überhaupt nicht. Das ist auf der, wir können nochmal kurz auf die eigentliche Seite schauen. Da hat man ja auch nochmal so andere Produkte, hatte ich in einem anderen News-Video auch schon mal so ein bisschen gezeigt. Da sind die jetzt halt aufgetaucht. Man könnte vielleicht auch nochmal kurz dieses Sterne-Event erwähnen, das hatte ich letztes Mal so ein bisschen verpasst, denn bei Yu-Gi-Oh! Neuron gibt es dann jetzt so ein Event mit dem Starchip-Sammeln, das kennt man aus Duelist Kingdom, ja, deswegen auch Pegasus hier quasi am Einladung aussprechen, die Starchips zu sammeln und die kann man dann halt auch gegen entsprechende Kartenpacks eintauschen. Vielleicht auch nichts so besonders für uns, ich wollte es aber zumindest der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Ansonsten hat sich jetzt noch nicht so viel Neues ergeben bei den Anniversary-Sachen, aber zumindest mehr als bei uns. Und ja, damit wären wir dann auch schon am Ende des News-Videos erstmal. Updates folgen, wenn Neuigkeiten halt noch rauskommen sollten in diesem Monat. Ansonsten hören wir uns dann beim regulären Video am Mittwoch wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis denn und ciao, ciao.